Ja, herzlichen Dank, dass ihr alle gekommen seid, um zuzuhören, um mitzumachen heute beim Workshop. Mein Name ist Markus Meindl, ich bin nicht Silke Helfrich, ich bin so ein bisschen in bewahrender Mission vielleicht unterwegs. Kannte jemand von euch Silke Helfrich mal so, sowohl was von ihr gelesen als auch wirklich begegnet? Dankeschön. Genau, Silke Helfrich war Commons-Forscherin, die wahrscheinlich bekannteste im deutschsprachigen Raum, auch international wahrscheinlich eine der bekanntesten. Sie ist vor einem Jahr in den Alpen verunglückt. Das hat eine große Lücke bei uns aufgerissen im Commons-Institut. Und sie hat wirklich eine, nehmt euch Platz irgendwo. Da, genau. Okay. Genau, Silke Helfrich, eine sehr wichtige Commons-Forscherin für mich und auch ein großartiger Mensch. Ich möchte euch so ein bisschen vorstellen, an was sie geforscht hat, was ihre Erkenntnisse waren, an denen sie lange gearbeitet hat, die sie noch publiziert hat vor dem Unfall. Und euch zeigen, genau, welcher Wert vielleicht da drin liegt, dass das echt tolle Werkzeuge sind, die da entstanden sind, die echt bei Projekten helfen können, die im Miteinander helfen können. Wenn man über Gesellschaft nachdenkt, total gut helfen können und wirklich super praktisch anwendbar sind. Genau, Silke Helfrich. Und ich benutze das kurz, um zu sagen, was Commoning ist, als Zitat von ihr hier zum Beginn von der Mustersprache. Commoning heißt, Menschen organisieren sich auf Augenhöhe, um miteinander gut auszukommen, sowie selbstbestimmt Nützliches für sich und andere herzustellen. Jetzt mal ganz grob. Ja, also wir gehen auf Augenhöhe miteinander um, wir versuchen irgendwie unser Leben untereinander zu organisieren, zu regeln, wir versuchen uns nicht übereinander zu stellen, wir versuchen einfach ein schönes Leben gemeinsam zu führen. Und sie hat geguckt, wie funktioniert das eigentlich so im gesellschaftlichen Raum, jetzt ohne irgendwie zu technisch zu werden, zu strukturell zu werden, sondern wirklich geguckt, was ein Muster. Das schauen wir uns gleich an. Ein anderer Mensch, der noch so ein bisschen mitschwingt während des Vortrags, ist Christopher Alexander, Architekt und Musterforscher. Er hat die Mustersprache der Architektur, Pattern Language of Building, glaube ich, geschrieben. Und lohnt sich auch wirklich zu lesen. Das ist ein wirklich sehr, sehr, sehr philosophisches Buch auch. The Timeless Way of Building, dann quasi als Vorstufe zum anderen. Genau, er hat sehr lange daran geforscht, an diesem Ansatz, wie man mit Mustern wieder Wissen irgendwie hervorholen kann oder an die Essenz quasi von bestimmten Wissensgebieten kommen kann. Bei ihm eben die Architektur, aber er hat das so beschrieben, dass er sich auf verschiedene Anwendungsbereiche sich damit erforschen lassen. Und davon war eben Silke Helfrich sehr beeindruckt und hat er sehr lange dran gearbeitet, ihre Masterarbeit und so drüber geschrieben. Und Alexander sagt zum Beispiel, um sich wieder einer gemeinsamen Sprache anzunähern, müssen wir zuerst lernen, wie Muster erschlossen werden, welche tief sind und aus denen heraus Leben entstehen kann. Also wir haben hier eine Mustersprache haben wir zu tun, also dieser komplexen Mustern zu einem Themengebiet. Und für Christopher Alexander war das, als Architekt hat er sich Gebäude angeschaut, früher Bauernhäuser und so weiter, hat gemeint, da ist eine Schönheit drin, eine Ästhetik, eine Praxis. Und früher müssen die Leute gewusst haben, wie das funktioniert. Heute in der modernen Architektur ist es verloren gegangen und hat sich auf die Suche gemacht, wie man das wieder sich annähern kann. Ja. Aber was wichtig ist hier bei dem Zitat, ist die Lebendigkeit. Und Lebendigkeit war auch für Silke, wie sie auf Gesellschaft zugegangen ist. Es ging ja nicht irgendwie um Postkapitalismus oder was man so sagen kann. Sie wollte eine lebendige Gesellschaft, eine faire Gesellschaft, eine freie Gesellschaft. Aber Lebendigkeit so wirklich als zentrales Element davon. Ja. Was sind die Muster des Commoning? Ja? Also was kann man überhaupt machen? Und zuerst ist es eine Analysemethode, um in der Vielfalt verschiedener Commons, jetzt mal ganz grob, gemeinsame Elemente herauszustellen. Commons, jetzt wie sie das auch fasst,
sind zum Beispiel eine solidarische Landwirtschaft, aber in Wikipedia ist auch Commons im Sinne von Leute tragen etwas bei, es steht allen zur Verfügung, es gibt Strukturen, wie das quasi geregelt wird. Mitmach-Supermärkte, wo sich Leute, die dort einkaufen dürfen und biologische zum Beispiel Lebensmittel kaufen, dort mithelfen, dass es dann auch günstiger wird für alle. Kommunitäre Projekte, Kommunen zusammenleben, organisieren, dass das irgendwie gut läuft, aber auch GNU Linux zum Beispiel als ein Commons, wo gemeinsam eben sowas wie dieses Betriebssystem erarbeitet wird. Ja. Und die sind sehr verschieden. Ja. Also was hat eine solidarische Landwirtschaft mit Linux zu tun oder mit einem Mitmach-Supermarkt? Und die musste helfen, eben diese innerhalb dieser verschiedenartigsten Dinge Gemeinsamkeiten herauszustellen. Also einfach zu gucken, okay, das sieht erstmal von außen total verschieden aus, aber wenn ich mir das näher anschaue, dann sind da trotzdem in den Strukturen, in dem Miteinander, was dort gelebt wird, sind da Gemeinsamkeiten drin. Ja? Und wir können diese Gemeinsamkeiten versprachlichen und uns so verständigen, eigentlich, was denn so vielleicht auch unser gemeinsamer Weg ist vielleicht. Ja? Und da helfen uns diese Muster, da diese Gemeinsamkeiten zu finden. Aber eben Muster sind auch ein Werkzeug, um eben neue oder bestehende Projekte eben jenseits von Markt und Staat unter gegebenen lokalen Bedingungen stärker als Commons zu gestalten. Also ich kann diese Muster nehmen, die bisher gefunden wurden. Ich kann die an meinem Projekt anwenden. Ich kann schauen, was haben wir denn bisher bereits, was wird denn davon gelebt und was können wir vielleicht mehr reinbringen und vielleicht fühlt sich das auch gut an und vielleicht hilft uns das, um bestimmte eben Probleme zu lösen, die wir im Umgang, in dem Projekt haben. Dafür sind sie da. Und damit würde ich auch gleich kurz sagen, wie entstehen, bevor wir irgendwie uns angucken, was ist denn zum Beispiel ein Muster davon? Ja, das natürlich, wäre jetzt natürlich spannend, aber ich würde erstmal sagen, wie entstehen diese Muster? Das Wichtige ist, sie werden nicht erfunden, sondern gefunden. Also wir hocken jetzt nicht hin, irgendeine Theoretikerin oder Theoretiker, und denken sich so, was wäre denn irgendwie ein cooles Muster, was ist denn irgendwie cool im Prozess und so weiter, sondern wir schauen uns in der Praxis um. Ja? Und zuerst fragen wir, welche Probleme tauchen in vergleichbaren Kontexten immer wieder auf. Ja? Also wir haben vergleichbare Projekte, die irgendwie erstmal ähnlich scheinen und wir sehen vielleicht, diese Projekte haben aber mit ähnlichen Problemen zu tun, egal ob sie jetzt Geld brauchen oder ob es Konfliktlösungen irgendwie Probleme gibt oder sonst irgendwas. Irgendwas ist da ähnlich in Problemen. Ja? Und dann schauen wir innerhalb dieser verschiedenen Kontexte, welche Lösungsansätze werden versucht. Ja? Also wie wird innerhalb dieser verschiedenen Projekte damit umgegangen, mit diesen Problemen, welche Lösungsansätze gibt es? Und dann nimmt man sich nur die heraus, natürlich, die funktionieren. Ja? Also wir schauen uns die Lösungen an, die nicht zur Problemlösung geführt haben. Wir schauen uns das an, was hat gut funktioniert in den Projekten. Und gucken von diesen Lösungen, die diese verschiedenen Projekte des gleichen Kontextes auf eben ähnliche Probleme hatten, was ist die Gemeinsamkeit dieser Lösungen? Ja? Und diese Lösungen versuchen wir dann eben als Muster zu versprachlichen. In dem Beispiel wäre es jetzt hier, was rausgekommen ist. Ah, hi. sich in Vielfalt gemeinsam ausrichten. Ja? Also ganz kurz und grob. Würde in dem Muster stehen, geteilte Absichten und Werte sind keine Voraussetzung für gelingendes Commoning, sondern entstehen in geduldiger Prozessarbeit. Ja? Wir müssen uns am Anfang, wenn wir irgendwas angehen, nicht unbedingt alle sagen, okay, wir haben jetzt alle dieselben Werte und wer nicht dieselben Werte hat, der oder die kann irgendwie gehen, weil damit kann man nicht arbeiten. Werte entstehen im Prozess oder das hat die Musterschöpfungsgruppe und die Leute drumherum eben so in der Praxis gefunden. Jetzt würde ich gerne mit euch ein Video anschauen. Dauert nicht lange, dauert ungefähr 2 Minuten. Und da zu gucken, wo kommen diese Muster vor aus diesen, genau das von der solidarischen Landwirtschaft. Habe ich jetzt auch, die wissen nicht, dass wir das benutzen. Also die wissen das schon, das ist Creative Commons und so. Aber wir schauen uns das an, wie sie sich vorstellen und gucken danach quasi von dem, was die Leute gesagt haben über die solidarische Landwirtschaft, welche Muster können wir vielleicht darin entdecken. Einfach da mal um das aus der Praxis hier rauszuholen, soweit wir es hier können. Das Modell der solidarischen Landwirtschaft, im Englischen auch CSA, Community Supported Agriculture genannt, macht Schule. Wir nennen es inzwischen solidarische Landwirtschaft.
Das bedeutet, dass du nicht ein Kilo Karotten kaufst für eine bestimmte Menge Geld, sondern wir verbinden uns für ein ganzes Jahr mit einer bestimmten Gärtnerei und tragen diese während der Zeit mit und bekommen dafür unseren Anteil an der Ernte. Es ist erstmal so, dass wir ausrechnen, wie viel Geld wir brauchen für unseren Betrieb und dass wir dann die ganzen Unkosten solidarisch verteilen auf die Abnehmer unseres Gemüses, auf die Mitbauern sozusagen, die unseren Betrieb gemeinsam finanzieren. Es ist nicht mehr so, dass der Hof sich irgendwie um die Menschen dreht, die in einem anonymen Markt organisiert sind. Bei der solidarischen Landwirtschaft steht der Hof im Mittelpunkt und es gibt einen fester Kreis an Menschen, der sich um den Hof dann auch dreht. Also finanziell tragen sie die gesamten Kosten. Das heißt, sie zahlen nicht mehr fürs Gemüse, aber sie zahlen wirklich für die Landwirtschaft. Wir haben ja auch die Idee, dass Menschen mit wenig Geld gute biologische Nahrungsmittel haben. Wer jetzt mehr einzahlen kann, kann halt mehr einzahlen. Wer wenig hat, zahlt wenig ein. Und dadurch ermöglicht es der ganzen Gruppe, solidarisch sich zu ernähren. Und das macht einfach Freude und ist für mich auch sowas wie das Entstehen einer neuen Gesellschaftsform in der Praxis. Zum einen habe ich das Gefühl, ich habe einen riesigen Garten, den aber andere Mitglieder meiner Gemeinschaft, weil ich bin ja mit denen in einer Gemeinschaft, bearbeiten. Die Fülle an Sachen und an Gemüse, die wir die gesamte Erntezeit über bekommen, ist einfach toll. Die Qualität ist unglaublich und die Auswahl ist auch unglaublich. Das ist eine Grundvoraussetzung, dass alle Leute, die hier mitmachen, auch auf den Acker kommen bzw. ins Folienhaus und mitbekommen, was tatsächlich passiert in der Produktion und wegkommen von dieser Rolle der reinen Konsumentin hin zu Prosumentin, Leuten, die auch mitbekommen, was in der Lebensmittelherstellung tatsächlich passiert. Ja, diese Idee von Landwirtschaft bzw. Ernährung selbst organisieren, das ist, glaube ich, gerade auf jeden Fall im Geist der Zeit. Und die Leute machen Alternativen und gründen solidarische Landwirtschaft überall in Deutschland. Darf ich kurz fragen, wer Teil von der solidarischen Landwirtschaft ist? Vielleicht von euch? Ungefähr 7, 8, ungefähr. 9. Geil. Vielen Dank. Genau, das ist so ein Werbevideo, hat die solidarische Landwirtschaft produziert, oder ein Werbevideo, ein sich Darstellungsvideo, ein Informationsvideo. Und das ist, fand ich, sehr praktisch, weil wir darin quasi in Aussagen der Akteure, Akteurinnen, Muster finden können, ja, die auch quasi in der Mustersprache so vorhanden sind. Zum Beispiel war diese Person, sie hat gesagt, Solawi bedeutet, dass du nicht eine bestimmte Menge Karotten kaufst für eine bestimmte Menge Geld, sondern wir verbinden uns für ein ganzes Jahr mit einer bestimmten Gärtnerei und bekommen dafür unseren Anteil an der Ernte. Und ein Muster, das quasi sich darin finden lässt, ist das Produktionsrisiko gemeinsam tragen. Ja? Und im Muster steht dann, Risiken, die mit der Wirtschaft verbunden sind, werden nicht nur von den Produzierenden, sondern auch von den Nutzenden getragen. Die geteilte Risikoverantwortung führt zu anderen Entscheidungen darüber, was, wann, wie produziert wird. Das heißt, wenn ich Teil einer solidarischen Landwirtschaft bin, wir zahlen einen Teil quasi für das ganze Jahr, zahlen wir quasi die Kosten von der Landwirtschaft mit und bekommen davon eben, also wenn es viel, wenn der Ernteanteil groß ist, den sie macht, dann bekommen wir auch viel Gemüse. Wenn er niedrig ist, wenn irgendwie schlechte Ernte ist, bekommen wir auch wenig Gemüse. Aber diese Landwirtschaft muss eben nicht sich am Markt behaupten, die muss nicht irgendwie am Marktstand sein, die muss das dann nicht irgendwie, sie geht nicht pleite, wenn es eine schlechte Ernte gab, weil man das gemeinsam trägt. Und weil wir es gemeinsam tragen, können wir auch mitsprechen, irgendwie, welches Gemüse wir wollen, welche Vielfalt wir wollen, welche Qualitätsstandards zum Beispiel wir wollen, zum Beispiel eben ganz einfach biologisches oder vielfältiges, vielleicht altes, also althergekommene Früchte und so weiter. Und das geht. Und für Silke war das eben auch eine Anmerkung von ihr auch, ein Muster mit unüberschaubaren Konsequenzen, eine Ökonomie ohne Preise und Waren. Weil
Genau, also wenn ich irgendwie zu meiner solidarischen Landwirtschaft gehe, das finde ich eh ganz nett, die ist dann so eine Kirche, hat sie dann so einen Stand einmal in der Woche, wo wir das abholen. Und Leute wollen da was kaufen, die denken, das wäre ein normaler Marktstand. Aber sie können nichts kaufen, weil das Gemüse keinen Preis hat. Also es hat einfach keinen wirklichen Preis. Es gibt diese Anteile, die wir quasi haben als Anteilseigner, die verschieden hoch sind, aber es sind keine Waren in dem Sinne. Sie stehen zu nichts in Konkurrenz, sie können nicht quasi in dem Sinne verkauft werden. Also wir haben es mit etwas anderem zu tun als Waren in dem Sinn, wie wir sie eben heute kennen. Und Preise, die es eben hier nicht in der Weise existiert. Und das ist eine andere Weise, schon mal als Menschen miteinander umzugehen in Gesellschaft. Er hat gesagt, wir haben auch die Idee, dass Leute mit wenig Geld gute biologische Nahrungsmittel haben. Wer jetzt mehr einzahlen kann, kann mehr einzahlen. Wer wenig hat, zahlt weniger ein. Das finden wir zum Beispiel Muster Gegenseitigkeit behutsam ausüben. Muster, die unterschiedlichen Bedürfnisse aller Beteiligten werden als gleichermaßen wichtig anerkannt. Wenn im Durchschnitt genügend Fähigkeiten und Kapazitäten eingebracht werden, erübrigt sich genau auszurechnen, wer wem was schuldet. Es wird nicht in allen solidarischen Landwirtschaften so gelebt, aber in den meisten, die ich kenne, gibt es diese Bieterrunden. Bieterrunde heißt dann, die solidarische Landwirtschaft, die Hauptverantwortlichen davon, sagen quasi, okay, wir haben diese Kosten für den Acker, wir haben diese Kosten für Neuanschaffung an Traktoren, wir haben diese Kosten für Saatgut, wir haben diese Kosten auch für unseren Lebensunterhalt und in der Summe sind das quasi, ich weiß es nicht mehr, vielleicht, ich sage jetzt mal 50.000 Euro im Jahr. Ich bin mir echt nicht sicher gerade, vielleicht hat jemand bessere Zahlen. Und dann hocken wir da als Anteilseigner und sagen, okay, wie bekommen wir im Jahr quasi das Geld zusammen, dass das quasi funktioniert. Und dann gibt es diese Bieterrunde, das heißt, es wird ausgerechnet, um das Geld zusammenzubekommen, müsste im Schnitt vielleicht 600 Euro pro Person im Jahr gezahlt werden. Ja? Und manche haben halt mehr Geld, manche haben weniger Geld und es geht dann quasi ein Beutel rum oder ein Hut um. Und ich werfe dann zum Beispiel, wenn ich nicht so viel Geld habe, sage ich, okay, ich kann 400 Euro zahlen. Ja? 600 schaffe ich nicht, aber 400 will ich zahlen. Und jemand, der vielleicht einen guten Job hat, kann sagen, ich kann 1.000 zahlen. Und dann wird am Ende geguckt, geht das am Ende auf? Reicht das quasi, was die Leute zahlen wollen, mit dem sie sich gut fühlen, damit unsere Kosten gedeckt werden? Wenn das nicht ausreicht, muss man eine zweite Runde machen, muss man reflektieren irgendwie, ob man vielleicht doch mehr zahlen kann oder sowas. Aber man guckt einfach, dass nicht alle irgendwie das Gleiche zahlen müssen, sondern dass es da quasi einen Prozess gibt, wo das abgedeckt wird, wer mehr oder weniger Geld hat. Ja? Und das ist sehr wertvoll, denke ich. Er sagt hier, das ist eine Grundvoraussetzung, dass alle Leute, die hier mitmachen, auch auf den Acker kommen, beziehungsweise ins Folienhaus und mitbekommen, was tatsächlich passiert in der Produktion und wegkommen von der Rolle der reinen Konsumenten. Das Muster würde heißen, gemeinsam erzeugen und nutzen. An der Herstellung von Nützlichen sind all jene beteiligt, die es wünschen. So werden ihre produktiven Bedürfnisse einbezogen. Produziert wird für die individuelle, gemeinsame oder öffentliche Nutzung, entweder zusammen oder alleine. Es baut auch andere Beziehungen auf, also zum Beispiel bei uns, eben wieder in der solidarischen Landwirtschaft, wo ich dieses Jahr kein einziges Mal geholfen habe, wofür ich mich sehr schäme. Genau, aber da gibt es immer was richtig Leckeres zu essen. Man bekommt kein Geld dafür, dass man jetzt irgendwie beim Unkraut rausreißen hilft. Aber man trifft die anderen Leute, die auch Anteilseigner sind. Es gibt anscheinend super leckeres Essen, das da frisch gekocht wird. Am Ende des Jahres gibt es immer so ein Fest zum Wurzelausrupfen mit irgendwie einem großen Lagerfeuer und irgendwie Musik und alles. Also da hat man schon eine komplett andere Beziehung zu den Leuten, die produzieren und produziert ja auch mit. Man spart quasi diese Kosten für Arbeitskräfte, die das quasi noch machen und so weiter. Aber man wird auch Teil von diesem, man hat dieses soziale Leben mit den Leuten, man weiß, woher es kommt, von welchen Leuten es kommt. Das macht was, würde ich sagen. Ja. Genau, also wenn wir diese Muster anschauen, diese einzelnen Muster, steht jedes Muster mit anderen Mustern im direkten Zusammenhang, also mit bestimmten anderen Mustern. Ja. Wir haben zum Beispiel dieses Muster gemeinsam erzeugen und nutzen. Wenn wir hier die Rückseite anschauen, also jetzt natürlich jetzt hier im Sinne der Musterkarten, wenn man die einfach mal so nimmt, stehen auf der Seite diese Anschlussmuster, mit welchen sie in Zusammenhang stehen, wo quasi eine starke Beziehung zwischen ihnen steht. Und hier bei gemeinsam Nutzen und Erzeugen ist zum Beispiel auf gemeinschaftsgetragene Infrastrukturen setzen. Ja? Also dass ich auch dieses in der,
in dieser Sphäre, wo wir quasi gemeinsam Nutzen erzeugen, verwenden wir auch etwas, verwenden wir auch Infrastrukturen, die auf denselben Verhältnissen aufbaut, die zum Beispiel freie Software ist, die zum Beispiel andere Leute genauso im Leben erhalten und anpassbar ist für uns, ja? Wo wir nicht irgendwie ausgeliefert sind, wie der Hersteller, die Herstellerin das irgendwie möchte, dass sie angewendet wird, sondern wir können das auch selbst anpassen. Beispiele sind zum Beispiel wieder bei der solidarischen Landwirtschaft, benutzt Open Auditor. Open Auditor ist quasi ein Tool, um eben die Betriebswirtschaft direkt von solidarische Landwirtschaften abgestimmt. Es gibt so einen Trägerkreis, die quasi Software entwickeln und erhalten, eben für die Bedürfnisse der solidarischen Landwirtschaft. Andere gemeinschaftsgetragene Infrastrukturen sind zum Beispiel BigBlueButton verwenden statt Zoom, die sich genau auf den eigenen Server installieren lässt und so weiter. Oder eben das Fediverse mit Mastodon und allen möglichen statt Twitter und Instagram. Und was es so gibt zu verwenden, ja, die ich meinen Regeln nach anpassen kann, wo ich weiß, dass meine Daten in Sicherheit sind und so weiter. Gemeinsam Nutzen erzeugen steht auch mit geldunabhängige Sicherheit schaffen in starker Beziehung. Ja. Wenn ich mit anderen so handeln und eben gemeinsam Nutzen erzeugen möchte, wie es unseren Vorstellungen entspricht, dann kann ich das schwer, wenn ich irgendwie davon abhängig bin, Profit zu machen. Ja. Wenn ich immer gucken muss, wie ich das Geld reinbekomme, dann müssen wir uns äußeren Zwängen anpassen in unserem Miteinander, die vielleicht nicht gut sind oder meistens einfach nicht gut sind. Ja. Geldunabhängige Sicherheit schaffen ist in dem Sinne ein wichtiges Muster, damit wir eben das andere Muster leben können. Solidarische Landwirtschaft in Österreich zum Beispiel gibt es die Munus-Stiftung. Die Munus-Stiftung, an der kannst du Land besonders verschenken oder vererben zum Beispiel. Und dieses Land wird dann quasi entschieden, du kannst dich als Projekt dort bewerben, zum Beispiel sagen, ich möchte eine solidarische Landwirtschaft machen. Sie sagen irgendwie, das ist ein sinnvolles Projekt und du darfst quasi für den bestimmten Zeitraum, also für einen Zeitraum, der lange ist, dieses Land bewirtschaften, weil euer Projekt in Ordnung ist. Ja? Und Leute aus dem Projekt müssen dafür quasi in den Aufsichtsrat von der Mono-Stiftung und gucken auch, dass quasi die Leute, die diese Äcker und dieses Land verteilen, auch das in der richtigen Richtung machen und nach den Werten quasi, in der diese Stiftung agiert. In Österreich zum Beispiel machen das solidarische Landwirtschaften, setzen darauf. Andere Sachen sind das Mietshäuser-Syndikat oder zum Beispiel Lastenrad-Initiativen, wo sich in der Stadt, das ist ja auch im Anschluss, gleich 10 Minuten später geht es um Lastenräder, um eine Person, die Software dafür programmiert, kann ich auch empfehlen. Auch das, solche Geschichten, zum Beispiel jetzt eben das freie Lastenrad, dass ich irgendwie nicht Geld dafür zahlen muss, Sachen, größere, sperrige Sachen zu transportieren, dass ich die Möglichkeit habe, die Zugriffsmöglichkeit darauf, oft auf Spendenbasis oder ganz kostenlos. Das gibt mir einfach Sicherheit, dass ich so agieren kann, wie ich das möchte. Bevor wir zum Workshop teilgehen, noch 3 Anmerkungen. Eben jedes Muster entfaltet sein volles Potenzial, auch eben nur mit den Mustern, die damit im Anschluss stehen. Ja? Also da ist diese Beziehung dazwischen. Ich kann nicht hier in der Mitte mich in Vielfalt gemeinsam ausrichten, wenn ich zum Beispiel keine Form von gemeinstimmiger Entscheidung habe. Wenn einzelne Personen alleinig über Prozesse entscheiden dürfen, ist es natürlich schwierig, sich in Vielfalt gemeinsam auszurichten. Ja, oder wenn ich nicht weiß, bei Wissen großzügig weitergeben. Wenn es Wissen auch gibt innerhalb eines Projektes, das manche Leute haben und andere haben das nicht. Und Leute, die dieses Wissen haben, schade. Oh. Sorry. Genau, wenn es quasi diese Wissensmonopole gibt oder diese Wissenshierarchien in Projekten, ist es auch schwierig, sich in Vielfalt gemeinsam auszurichten. Ja? Als sie die Muster gemacht haben, oder genau die Musterschöpfungsgruppe, haben sie sie in 3 Felder eingeteilt, das soziale Miteinander, sorgendes und selbstbestimmtes Wirtschaften, Selbstorganisation durch Gleichrangige und genau, einfach zur besseren Übersicht davon.
Und bisher sind 33 Muster gefunden worden von dieser Gruppe, die es gemacht hat. Das heißt aber nicht, dass es 33 Muster gibt. Ja? Es sind vielleicht auch 40 oder 50 oder vielleicht auch nur 20 relevante Muster. Das sind die, die bisher in diesen Prozessen, in diesen Musterschöpfungsprozessen gefunden wurden. Das ist auch ein Prozess, der noch existiert. Besonders Johannes Euler aus dem Commons-Institut hat sich dem angenommen, das weiterzuführen, diese Workshops und diese Forschung an der Mustersprache. Und wenn jemand zum Beispiel Interesse hat, an solchen Musterschöpfungsworkshops teilzunehmen, dann gibt es da Ansprechpartner. Also ich kann euch verlinken oder das Commons-Institut als solches. Ich sage das jetzt kurz vor dem Workshop, weil ich mich am Ende immer fühle wie so ein, der irgendwas verkaufen möchte. Aber diese Karten gibt es als Creative Commons Lizenz und das ist cool, die können sich als PDF runtergeladen werden. Aber ich habe sie auch gedruckt dabei und wer welche möchte, sagt einfach Bescheid, ich finde es total cool. Die Spenden, die dafür reingehen, gehen komplett an die, in den weiteren Druck der Karten. Genau, furchtbar sowas. Workshop. Endlich. Genau. Wir sind sehr viele. Ich habe jetzt ein Musterset zerlegt in, ich glaube, 8 Teile. Aber ich habe auch noch ansonsten so Papierkopien dabei. Die sind nicht so cool. Aber auch da sind alle wesentlichen Informationen drauf. Ich gebe mal diese. Ich würde mir gefallen tun, wenn ihr in Gruppen von so 3 bis 4 Leuten sammelt. Das ist jetzt leider nicht so ein Workshop-Raum. Aber 3 bis 4 Leute wären trotzdem cool, wenn sie sich zusammenfinden würden. Soweit das in euren